Ich auch. Wir sind live. Okay. Ja, herzlich willkommen zu Marbachers Sommergespräch. Am 15. Oktober ist es soweit. Wir wählen in Österreich. Und inspiriert von den Sommergesprächen im Fernsehen habe ich die Behindertensprecher angeschrieben und gefragt, wollt ihr nicht auch ein Interview mit mir machen? Und es haben zwei zugesagt. In meiner Ankündigung habe ich zwar von dreien gesprochen, aber leider hat Frau Helene Jammer von den Grünen kurzfristig wieder absagen müssen. Das heißt, wir haben heute und kommenden Freitag um 14 Uhr wieder hier auf Marbacher, meiner Facebook-Seite. Es wird da kommen Herr Ingenieur Norbert Hofer von der FPÖ. Bevor ich meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich noch zwei Dinge, es ist viel zu früh für mich. Okay, ich möchte noch bei zwei Menschen bedanken. Erstens bei Die Tischlerei, deine Co-Werkstätte hier im 10. Bezirk für die Gastfreundschaft, dass wir hier sein dürfen. Vielen Dank. Und bei Zeitecht, die diesen unglaublich coolen Livestream machen. Ich hoffe, kommt gut bei euch an. Und last but not least möchte ich mich bei euch bedanken für eure Fragen, für eure Unterstützung und dafür, dass ihr die Werbetrommel gerührt habt für diese Sendung. Und um eure Fragen geht es jetzt und die möchte ich jetzt an die Frau bringen. Und damit begrüße ich Frau Ulrike Königsberger-Ludwig, Behindertensprecherin der SPÖ. Hallo. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich auch sehr. Sie sind aus Niederösterreich angereist sozusagen. Richtig, genau. Im Zug. Selbstverständlich mit dem Zug, ja, mit der ÖBB. Brav. Genau. Gut, vielleicht wollen Sie sich kurz einmal vorstellen. Ja, ich bin die Ulrike Königsberger-Ludwig, wie Sie schon angesprochen haben. Ich bin seit dem 20. Dezember 2002 Abgeordnete zum Nationalrat und seit dem Jahr 2009 übe ich auch die Funktion der Bereichssprecherin für Menschen mit Behinderungen in meinem Club in der Sozialdemokratischen Partei Österreichs aus. Das ist so ganz kurz zu meiner Person. Ich bin in Amstetten zu Hause und ja, wenn es noch eine Frage gibt, sehr gerne, sonst einfach so ganz kurz meine Vorstellung. Ich muss gestehen, ich musste googeln, wer der Behindertensprecher der SPÖ ist. Von den Grünen wusste ich es und die Schwarzen auch, aber der ist jetzt gegangen. Aber ich musste wirklich googeln. Es tut mir sehr leid. Eigentlich hätte ich gedacht, dass man mich ein bisschen wahrnimmt, aber gut zu wissen. Ja, tut mir leid, aber ich habe gesehen, Sie sind sehr brav auf Facebook unterwegs. Auch, ja. Als Social Media Berater. Genau. Großes Lob. Okay, danke. Sie machen einen guten Job da. Fangen wir mit einer leichten Frage an. Sind Sie behindert? Das ist natürlich eine Definitionsfrage. Haben Sie eine außer meiner Sehschwäche habe ich keine Behinderung. Genau. Alles klar. Mhm. Wie sind Sie dann überhaupt dazu gekommen, Behindertensprecherin zu werden? Ganz kurz bin ich dazu gekommen über meine andere Funktion. Ich bin in Amstetten Kulturstadträtin und habe als Kulturstadträtin immer wieder mal Projekte gemacht mit Menschen mit Behinderungen, sei es im musikalischen Bereich oder auch im künstlerischen, also im bildnerischen, künstlerischen Bereich. Und da habe ich irgendwie so auch wirklich ganz ehrlich zum ersten Mal in meinem Leben also den ganz anderen Blick auf die Stärken von Menschen mit Behinderungen erhalten und das hat mich sehr beeindruckt. Das war so der erste Zugang und dann bin ich in den Nationalrat gekommen und habe gesehen, dass es eigentlich ganz, ganz viele Dinge gibt, die für Menschen mit Behinderungen in Österreich wirklich schwierig sind. Also ich bin persönlich der Meinung, dass wir ein sehr gutes, soziales, geknüpftes Netz haben, aber gerade im Bereich von Menschen mit Behinderungen gibt es sehr viel zu tun und so ist irgendwie so auch diese andere Sichtweise gekommen, dass es jetzt nicht nur darum geht, zu ermöglichen, sondern es geht einfach darum, um zu bemächtigen, wenn ich das so sagen darf. Und wie dann meine Vorgängerin, die Frau Christine Lapp, den Nationalrat verlassen hat, ist die Stelle frei geworden sozusagen. Und da war es irgendwie sehr naheliegend auch für meinen Club, dass ich gefragt wurde. Und ich habe einfach ja gesagt und seitdem darf ich das tun. Mir ist aufgefallen, auf der Bundesliste der SPÖ ist der erste Platz, der Menschen mit Behinderung sagt, der Platz 30. Richtig. Und zwar die Frau Silke Haider, genau, aus Oberösterreich. Genau. Sie hat ein Radiointerview gegeben für Barrierefrei aufgerollt. Und aus dem Protokoll, aus der Mitschrift dieses Radiointerviews, möchte ich kurz vorlesen. Sie wurde gefragt,
Warum tun Sie das überhaupt? Warum machen Sie Politik? Was motiviert Sie? Und sie hat gesagt, ich habe mich erkundigt, bis vor mir ist, ich bin Platz 30 auf der Bundesliste, das ist kein sehr aussichtsreicher Platz, aber ich stehe auf einer Liste. Und vor mir ist noch niemand aus so einer Liste so weit oben gestanden. Sie selbst als Behindertensprecherin sind auf Platz 58. Meine Frage jetzt, wo sehen Sie die Behindertensprecherin, die Position innerhalb der SPÖ, in der Wichtigkeit? Also Da muss man wahrscheinlich ein bisschen verstehen, wie die SPÖ ihre Listen gestaltet. Das ist eines der wirklichen Schwierigkeiten. Das ist einfach Tatsache, so ist es. Ja. Wir beginnen auf der Bezirksebene, dann gehen wir auf die Regionalwahlkreisebene, dann gehen wir auf die Landesebene und dann geht man auf die Bundesebene. Ja. Und unsere Listen werden im Prinzip wirklich so vom Bottom up gemacht, ja, also von unten nach oben. Und das ist halt so, dass auf den Wahlkreislisten sehr selten Menschen mit Behinderungen auf den Listen sind, stimmt, ist eine Tatsache. Ist in anderen Parteien geht es ja. Ich weiß nicht, ob die auf die Bezirkslisten, das weiß ich nicht, die machen es dann über die Bundesliste. Ja. Genau, und mein persönliches Mandat ist jetzt relativ gut abgesichert, obwohl ich immer sage, in der Politik ist nichts sicher, ja. Aber ich bin bei uns die Wahlkreislisten Erste und auf der Landesliste die Dritte. Und darum ist für mich persönlich auf der Bundesliste nicht so wichtig, wo ich platziert bin. Also das hat jetzt gar nichts mit Behindertensprecherin oder einer anderen Bereichssprecherin zu tun. Das kommt einfach darauf an, welche Ebene man eben seinen Listenplatz praktisch hat. Dass die Silke Heider an 30. Stelle ist, ist nicht befriedigend, das stimmt. Das sage ich auch ganz ehrlich, der Florian Wippmer ist an 35. Stelle, es ist auch ein junger Mann aus Wien, der eine Hörbehinderung hat. Okay. Nichtsdestotrotz muss man jetzt, sage ich jetzt auch ganz ehrlich, ja, es ist wirklich das erste Mal, dass auf der Bundesliste ganz bewusst ein Mensch mit Behinderung gesetzt wurde. Und das haben wir schon gemeinsam geschafft. Da habe ich mich sehr eingesetzt dafür. Und der Christian Kern, der auch für die Bundesliste mitverantwortlich ist, hat halt wirklich geschaut, dass das funktioniert. Leider, und das ist jetzt da mache ich aus meinem Herzen keine Mördergrube, nicht so weit vorne, wie ich mir gewünscht hätte. Okay. Übrigens, schöne Grüße von Ihnen. Danke. Soll ich ausrichten? Da sind wir schon mitten von der politischen Teilhabe. Ja. Wir haben vier Themenschwerpunkte. Einer davon ist politische Teilhabe. Und teilhaben kann nur jemand, der auch weiß, worum es geht. Und wenn man von behinderten Menschen spricht, dann geht es meistens darum, hören, sehen und verstehen. Und bei Verstehen haben wir aber schon wieder eine viel größere Zielgruppe als nur Menschen mit Behinderung. Wenn es darum geht, Politik ist kompliziert geschrieben. Ja. Immer. Politiker reden meistens sehr kompliziert. Und deswegen ist es wichtig, die Sachen in einfacherer Sprache darzulegen. Und BISE bedient ja nicht nur Menschen mit Behinderung, es macht es für jeden einfacher, das zu verstehen. Was tut die SPÖ, kurz und knapp, um ihr Parteiprogramm jedem Menschen zugänglich zu machen, sei er jetzt blind, gehörlos oder mit einer Lernbehinderung? Ganz kurz und oder knapp, einfach nicht so gebildet? Ganz kurz und knapp. Würde ich gerne leichter, ja? Wir tun noch zu wenig, das gebe ich ganz ehrlich zu. Ja. Aber ich bin stets bemüht, darauf hinzuweisen. Wir versuchen das wirklich so, was ich auf die Websites und in leicht lesen Version, steht der Tropfen, hüllt den Stein und wir werden nicht locker lassen. Mir als Social Media Berater, ich habe natürlich sofort eins angeschaut. SPÖ Facebook, SPÖ YouTube und da auch Kern. Und da ist mir aufgefallen, es werden die Videos nicht einheitlich untertitelt. Manche haben keinen Untertitel, manche haben eine Beschreibung in der Videobeschreibung, manche sind auf Facebook, haben einen Untertitel, aber auf YouTube nicht. Okay. Und was ganz schlimm ist, auf YouTube wird oft der automatische Untertitel verwendet. Und ich denke, bei Zeiten, bei dem Aufwand, den die SPÖ mit Video betreibt, den jede Partei heutzutage mit Video betreibt, wäre Untertitel eigentlich schon angesagt, oder? Auf jeden Fall. Also
ich bin da jetzt nicht der wirkliche Profi, da sind Sie sicher der Profi, was das angeht. YouTube verwende ich persönlich gar nicht. Mhm. Soweit mir gesagt wurde, weil ich habe jetzt wirklich gefragt da im Wahlkampf, ist das an sich schon so, dass die Videos untertitelt sind? Also ich weiß es jetzt nicht wirklich, ich schaue mir auch nicht alle einzeln immer an, aber an sich ist mir gesagt worden, auch vom Team, dass die YouTube-Videos untertitelt sind. Aber ich schaue mir das gerne mal an. Ja, Untertitel ist, wenn ich den Automatik-Untertitel verwende, okay. Der unterscheidet nicht in Groß- und Kleinschreibung. Okay. Und der ist oft nicht korrekt. Mhm. Also das ist keine Qualität. Okay. Nicht für eine der größten Parteien Österreichs und auch. Ich selber würde auch kein Video mit Automatiktitel generell oben lassen. Mir ist aufgefallen, im Parteiprogramm gibt es dann zwei Seiten für Menschen mit Behinderung. Und da ist dann oben drüber Capitu-App. Das ist eine App im App Store, mit der man leichter lesen Zugang hat, scheinbar. Erstens hat es nicht funktioniert bei mir. Okay. Ich habe den QR-Code nicht lesen können. Sage jetzt nicht, dass das Fehler bei der Organisation ist, es ist einfach Technik. Und die gehört getestet bei allen verschiedenen Handyanbietern. Aber warum nur bei den zwei Seiten? Haben Menschen mit Behinderung kein Interesse am Wohnen, Arbeiten? Persönlich glaube ich schon, dass Menschen an Behinderungen. Menschen mit Behinderung natürlich auch an dem Interesse haben. Ich habe es vorher schon gesagt, auf Ihre Frage, was tut die SPÖ? Und ich sage es ganz ehrlich, in dem Bereich wahrscheinlich wirklich zu wenig. Und ich habe auch sehr darauf hingewiesen, dass wir das ganze Programm in leichter lesen ja schon anbieten sollen. Und es ist halt einfach jetzt einmal leider nur gelungen, dass wir die zwei Seiten, die halt praktisch für Menschen mit Behinderungen ihr Programm sind, ihr ganz spezielles Programm, wo ja schon, soweit ich das jetzt im Kopf habe, sehr umfassend darüber geschrieben wird, wie der Zugang der SPÖ zu Menschen mit Behinderung zur Politik ist, so generell einfach auch die Haltung, die dahinter steht oder was wir gemeinsam in den nächsten Jahren umsetzen möchten. Und das ist halt jetzt die leichter lesen Version. Aber wenn Sie sagen, das funktioniert nicht ganz, wir haben heute eine Clubsitzung, ich werde danach fragen, weil das habe ich mir selber noch nicht wirklich angeschaut. Okay. Aber ich kann da gerne nachfragen. Ja. Wenn Sie Clubsitzung haben, dann habe ich vielleicht gleich einen Vorschlag. Er ist mir so gekommen bei den Vorbereitungen. Es gibt ja Hunderttausende Parteiorganisationen, wie Jugendpartei, ja. Pensionisten, Arbeiter. Hunderttausend sind es nicht, aber viele. Aber viele. Ja. Es gibt viele Arme der SPÖ. Genau, Gott sei Dank. Mir ist in den letzten Jahren immer stärker bewusst worden, dass es eine starke Community gibt, die sich Selbstvertreter nennt. Ja. Es sind Menschen mit Lernbehinderung, ja, die aktiv tätig sind, auch politisch tätig sind und für die Rechte und Pflichten einzustellen für Menschen mit Behinderung. Mhm. Und die sind, also ich war selbst erstaunt, weil ich wenig mit lernbehinderten Menschen zu tun habe. Und als ich die dann kennengelernt habe, dachte ich so, wow, die haben es echt drauf. Taffe Leute. Und warum zum Beispiel gibt es nicht SPÖ-Selbstvertreter? So wie die SPÖ-Jugend, eine eigene Organisation, die direkt von der Partei mit gestützt wird, und da dann politisch Arbeit leisten kann. So, guter Hinweis. Bemühe mich seit langer Zeit, so ein Netzwerk aufzubauen in der Sozialdemokratie mit Menschen mit Behinderungen, weil ich auch überzeugt bin davon. Es geht nur miteinander. Ja, ich glaube auch, dass Menschen ohne Behinderungen sich für die Anliegen, die Rechte von Menschen mit Behinderungen einsetzen müssen, weil anders funktioniert es nicht. Ich glaube, es braucht beides. Das ist genau das Gleiche in der Frauenpolitik, da braucht es auch die Männer. Ja? Sonst funktioniert das nicht. Da bin ich wirklich überzeugt davon. Und diese Idee, einfach so ein Netzwerk aufzubauen, das schwebt mir schon sehr lange vor. Unsere Veranstaltung, die wir da gehabt haben mit dem Worauf warten, Niklas und jetzt, wo ich eingeladen habe und auch der Herr Bundeskanzler und der Minister dann da waren, der Herr Minister Stöger, war auch ein klein wenig so ein Start in die Richtung und wir werden jetzt einfach weiter tun. Ich sage es jetzt auch ganz ehrlich, mich haben dann die Wahlen überrascht, ja, weil am ersten Tag, also am Tag dieser Inklusionsenquete, war dann die Neuwahlansage. Okay. Und eigentlich war das geplant als Prozess jetzt, ja, dass wir starten am 12. Mai und dann einfach weiter tun. Und jetzt sind halt leider die Neuwahlen dazwischen gekommen, aber dieser Prozess ist nicht beendet. Und wenn sich daraus sowas ergibt, wie eine Selbstvertreterorganisation in der SPÖ, ist ein spannender Gedanke, den ich heute sehr gerne mitnehme. Ja, das ist eine gute Idee. Ja. Ist mir so bei den Vorbereitungen gekommen? Ja, super. Weil ich glaube,
die hätten es drauf, die würden sowas stemmen. Ja, ja. Es gibt so viele motivierte Selbstvertreter, genau. Von der Lebenshilfe kenne ich einige. Genau. Ja. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Parteiorganisation war stark. Ja. Ja. Gut, dann. Ob man es vielleicht sogar breiter denkt, nicht nur mit den Selbstvertretern der Lernbehinderten, sondern generell. Natürlich. Das war überhaupt eine spannende Geschichte. Mir ist nur das bewusst gewesen, über die Selbstvertreter, weil die wirklich schon ein starkes Netzwerk haben und wirklich kompetent da sind, was die Thematik betrifft und so. Gut, dann gehen wir zur Arbeit. Was steht im Programm? Ich lese kurz vor. Bund soll auch Menschen ab einem Behinderungsgrad von 50%, derzeit sind es nur mit 70% Behinderung, einstellen. Und es ist angedacht eine Erhöhung der zweckgebundenen Mittel für behindertenpolitische Maßnahmen. Mhm. Und da ist sogar eine Verdoppelung angedacht. Mhm. Erstens, was sind das für behindertenspezifische Maßnahmen? Also meines Wissens nach geht es darum, wir haben ja irgendwann einmal vor längerer Zeit die sogenannte Behindertenmilliarde gehabt, woraus man Eingliederungsbeihilfen zum Beispiel bezahlt hat oder auch Beschäftigungsinitiativen für Menschen mit Behinderungen. Mhm. Und im Laufe der Zeit sind die Mittel mehr oder weniger wirklich jetzt weniger geworden, obwohl die Gesamtsumme dann immer wieder so ungefähr 1 Milliarde ist. Aber es sind ESF-Gelder dabei, es sind Ausgleichstaxenfondsgelder dabei. Und unser Bestreben ist einfach wirklich, diese spezifischen Gelder wieder anzuheben, damit man einfach genau in dem Bereich von Arbeit und Menschen mit Behinderungen einfach wieder mehr tun kann. Weil wir wissen ja alle, dass in diesem Bereich die Arbeitslosigkeit leider sehr hoch ist. Ja? Aus den unterschiedlichsten Gründen. Ich weiß nicht, ob dann nur die Fragen kommen. Und unsere Verantwortung, jetzt sagen wir auch als Politik, sehen wir schon auch darin, dass der Staat, wir alle Geld in die Hand nehmen, um zu unterstützen. Ja. Und scheinbar, das ist halt scheinbar wirklich so in unserer Gesellschaft, geht es nicht, ohne dem man unterstützt wird, weil die Bereitschaft, Menschen mit Behinderungen in Jobs anzustellen, halt nicht so da ist. Ja. Wo Sie davon reden, ist ja das Schlagwort Ausgleichstaxe. Hm. Und zwar, ich erkläre kurz einmal, die Ausgleichstaxe ist ein Betrag, den Unternehmen bezahlen müssen, wenn sie keine Menschen mit Behinderung anstellen. Und ich glaube, ab 25 Mitarbeitern muss eine Person mit Behinderung angestellt werden. Wenn das nicht der Fall ist, werden 253 Euro pro Monat fällig. Mhm. Ab 50 sind es 2 Mitarbeiter. Mhm. Und der Betrag, der fällig ist, steigt bis 377 Euro für Unternehmen, die 400 Mitarbeiter haben und mehr. Bei 400 Mitarbeitern sind es 16 Menschen mit Behinderung. Mhm. Das bedeutet, ein Unternehmen mit 400 Mitarbeitern, der was wahrscheinlich richtig fett Umsatz macht, richtig dick Kohle macht, muss sage und schreibe 6.032 Euro im Monat Strafe zahlen. Mhm. Ich glaube, dass das eine Lehrchance ist. Und wäre es dann nicht irgendwie sinnvoll, diese Ausgleichstaxe zu sagen, bam, Alter, das wird jetzt aufgekommen, sodass es weh tut? Weil, also für mich persönlich, der Witz an der Ausgleichstaxe ist ja, dass das Geld zweckgebunden ist für die Unterstützung der beruflichen Integration. Wo will ich es integrieren, die Leute, wenn die Firmen sie freikaufen davon? Das heißt, das hat ja, was ist da der Gedanke dahinter? Na, wie soll das funktionieren? Die berufliche Integration, das ist auch auf die Frage von vorher zurückzukommen. Das heißt, da werden halt schon andere Maßnahmen auch bezahlt damit, wie halt zum Beispiel Beschäftigungsprojekte. Na, klar. Oder halt Eingliederungsbeihilfen, Integrationsbeihilfen. Von daher ist das schon irgendwo stimmig. Ja? Aber der Betrag, da bin ich bei Ihnen, ist einfach zu nieder. Ja? Also es gibt ja eine Evaluierung drüber, über die Ausgleichstaxe. Wir haben ja auch, das wissen wahrscheinlich Sie und auch viele Zuschauerinnen und Zuschauer, dass wir ja den erhöhten Kündigungsschutz gelockert haben. Ich weiß jetzt nicht mehr genau wann, vor ein paar Jahren, wo man sich ja auch erhofft hat, ja, mit der Lockerung, dass dann mehr Unternehmerinnen und Unternehmer Menschen mit Behinderungen einstellen. Wir haben immer gesagt, das wird sie nicht ausgehen, es wird nicht aufgehen, weil in erster Linie geht es ums Bewusstsein, ja, dass man sagt,
ich möchte das und ich mache es. Ja, und ich glaube nicht, dass da ein Kündigungsschutz erhöht, der wirklich so einen ausschlaggebenden Beitrag dazu geleistet hat. Und jetzt sieht man ja, dass es nicht aufgegangen ist. Die Angestelltenquote oder die Arbeitsaufnahmequoten sind nicht wirklich erhöht worden. Und jetzt überlegt man ja, in eine Richtung die Ausgleichstaxe zu ändern. Da gibt es unterschiedliche Zugänge. Zum einen sagt man, man soll den Betrag erhöhen. Ja. Andere sagen, man soll die Anzahl der Mitarbeiterinnen runtersetzen auf 16 Mitarbeiter, dass man ab 16 Mitarbeiterinnen schon Ausgleichstaxe zahlt. Andere sagen, man soll die Bemessungsgrundlage größer machen, also nicht von der Anzahl der Mitarbeiterinnen, sondern von der lohnbasierten Lohnsumme, von der lohnbasierten, ja, also einfach von der Lohnsumme, die ein Betrieb hat, weil natürlich das unterstützt dann ja auch wieder Betriebe, die halt wenig Personal haben und trotzdem viel Umsatz machen. Ja? Also dass man, dass man einfach den Zugang wechselt und sagt, auch jene Menschen sollen halt, oder jene Firmen sollen halt auch einen Beitrag leisten dazu. Da wird es in der nächsten GP, da bin ich überzeugt davon, eine Änderung geben. Ganz sicher, ich habe einmal den Vorschlag gemacht persönlich, dass man einfach die Ausgleichstaxe auf die Höhe der bedarfsorientierten Mindestsicherung anheben soll. Also es waren jetzt so um die 850, nicht ganz Euro in etwa. Es gibt unterschiedliche Zugänge und ich bin überzeugt davon, jede Konstellation, jede Regierung wird sich in den nächsten 5 Jahren damit beschäftigen müssen. Wirklich. Also, ja, und ich glaube halt einfach, in erster Linie geht es wirklich auch darum, dass man ganz, ganz viel Bewusstsein schafft in den Betrieben und da braucht man einfach aus meiner Sicht die Wirtschaftskammer dazu. Ja, ganz ehrlich, weil wenn man erfährt, dass dieser Kündigungsschutz, die Lockerung, nicht einmal bei allen Betrieben angekommen ist, bei allen Personalisten angekommen ist, dann frage ich mich schon, ja, das gibt es ja nicht, wenn man das nach 4 Jahren noch immer nicht weiß. Ja. Also da braucht man, glaube ich, wirklich Infokampagnen und halt ganz viel Bewusstseinsbildung. Ja. Und vielleicht kann man es auch irgendwie umdenken noch in die Richtung, nicht nur Strafzahlung, ich sage es ganz bewusst unter Anführungszeichen, sondern dass man es auch mit einem Bonus macht. Ja. Dass man sagt, wenn halt ein Betrieb, der vielleicht auch gar nicht müsste, weil er keine Pflichtzahl hat, Menschen mit Behinderungen anstellt zum Beispiel, dass man dann auch so eine Art Bonuszahlung macht. Ja, okay. Ja, aber warum nicht gleich sagen, wenn er nicht anstellt, muss er 2,5-mal das Gehalt zahlen pro Person? Also ich habe mich da einmal erkundigt, weil das ist ja schon eine lange, lange Geschichte, die Ausgleichstaxe. Und eigentlich ist ja dieser Ausgleich dafür gedacht, jetzt bitte die Community nicht falsch verstehen, für die Minderleistung, die halt einfach nicht gebracht werden kann. Ja? Wenn man sagt, ich sage jetzt, einer bringt jetzt die Vollleistung und der andere kann, weil er halt aufgrund seiner Behinderung vielleicht nicht die volle Leistung bringen kann, darum gibt es diese Ausgleichstaxe. Ja? Das ist halt damals der Zugang gewesen. Und ich bin wirklich der Meinung, man muss diesen Zugang neu schaffen. Ja? Das ist einfach so. Und ja, über den Betrag kann man reden, Herr Marbach, ich weiß es nicht. Ja? Man muss halt wahrscheinlich, und so viel Realistin bin ich jetzt auch schon nach vielen Jahren in der Politik, ja? Und ich glaube, das sind Sie genauso. Sie sind ja irgendwo politisch tätig, halt nicht parteipolitisch, aber trotzdem, es muss halt auch so sein, dass die Wirtschaft mitgehen kann. Ja? Schon mit ein bisschen an Druck, aber wenn man jetzt total überfordert, dann funktioniert es gar nicht. Ja? Also, glaube ich halt. Ja. Ja. Ja, ich weiß es nicht. Gell, aber es ist ja so, diese Ausgleichstaxe, die hindert ja auch Leute dran, die ein Studium gemacht haben, die was drauf haben. Ja. Dass ja, die dann die Jobs kriegen und die sind ja nicht in der, die sind ja meistens in Berufen dann, wo es keine Minderleistung gibt. Ja, klar. Ja, weil, nein. Aber ich weiß es nicht, ich denke mir, gut ausgebildete Menschen, auch mit Behinderungen, haben es auch nicht unbedingt immer leicht. Aber schon nur ein bisschen leichter. Das ist so wie auch mit Menschen ohne Behinderung. Ja. Also denke mir, Ausbildung ist für alle ein total wichtiges Fundament. Ja. Wurscht, einfach für Menschen, ja genau. Aber das ist sicher ein Thema, das man sich anschauen wird, ja? Und das ist ja schon sehr lange in der Pipeline, in der politischen. Ja? Es gibt ja Themen, die beschäftigen Behindertensprecherinnen immer. Und das ist auch eines davon. Ja? Ich habe dann noch eine Frage, oder ist auch ein Vorschlag aus der Community gekommen. Und zwar bei öffentlichen Ausschreibungen. Ja? Ist es da eigentlich Pflicht, dass die Unternehmen, die wir gewinnen können, also die sie braucht bewerben, dass die auch die Einstellungspflicht erfüllen müssen? Oder wird da nicht drauf geschaut? Das kann ich noch jetzt nicht beantworten, muss ich ganz ehrlich sagen. Wäre ein guter Punkt. Ja, muss man notieren. Das wird jetzt nicht viel wählen. Weiß ich wirklich nicht. Also, aber wir wären schon bei die Aufträge von der... Ich meine, wir gehen ja jetzt, Gott sei Dank, auch weg von diesem Billigstbieter hin zum Bestbieterprinzip und da sind die sozialen Kriterien schon auch drinnen. Ja. Okay. Aber ob das jetzt explizit drinnen ist,
wage ich zu bezweifeln, kann ich nicht sagen. Ja. Auch okay. Politikerinnen wissen nicht alles. Das ist klar. Gut, dann schauen wir selbstbestimmtes Leben. Am Wahlprogramm Seite 148 steht, auf lange Sicht braucht es zur tatsächlichen Verwirklichung von Selbstbestimmung auch konkrete, abgestimmte und nachhaltige Strategien der Bundesländer hinsichtlich Maßnahmen zur Deinstitutionalisierung und zur persönlichen Assistenz im Freizeitbereich. Mhm. Und da ist das magische Wort schon dabei. Bundesländer. Mhm. Die Arbeitsassistenz, ich bin auch heute mit Arbeitsassistenten, die ist Chefsache. Genau. Die macht der Bund. Genau. Der hat die Kompetenz, die Infrastruktur. Und ich weiß, dass die Freizeitassistenz einfach viel mehr Kohle kostet. Aber wäre es nicht gescheiter, wenn das alles aus einer Hand kommt, dann waren die Streitereien weg, weil es ist einfach als behinderter Mensch in Österreich, wenn du jetzt, wir haben es jetzt über Berufs geredet, wenn du berufstätig bist, du arbeitest in einem Unternehmen, die haben 3 Standorte, in Österreich zum Beispiel, du kannst nicht wechseln. Ich kann nicht nach Oberösterreich ziehen, weil ich keine Assistenz habe dort. Kurze Antwort, ja. Es ist definitiv so. Ja. Aber Sie kennen auch die Geschichte. Ne? Das ist halt leider so, dass halt einfach die Behindertenhilfe, und Sie verzeihen mir jetzt das Wort, das heißt so, ja. einfach in der Länderkompetenz ist und da fällt genau halt diese Freizeitassistenz auch hinein. Und das ist wirklich ein Thema, das mich auch jetzt schon, seit ich im Nationalrat bin, beschäftigt und natürlich noch viel mehr, seit ich Behindertensprecherin bin. Ja. Und ich werde nicht müde, es zu sagen. Ja. Es gibt viele andere Bereiche auch, wo man denkt, es müsste eigentlich in Bundeskompetenz kommen, der ganze Bildungsbereich. Ja. Und das ist genauso einer, wo ich mir denke, das wäre absolut wichtig, wenn man Selbstbestimmung ernst nimmt, ja, und jetzt nicht nur in Wahlprogramme also, reinschreibt. Was hat die SPÖ naja, schau, für der, konkrete Ideen? Ja, Oder gibt es einen Willen, einen konkreten? Bitte? Gibt es einen Willen, außer Ihren persönlichen? Habe ich schon den Eindruck, dass es den Willen gibt, ja, auf jeden Fall. Und es gibt ja im Ministerium seit langem immer wieder diese Arbeitsgruppen, wo man sich damit beschäftigt, wie schauen die einzelnen Länderregelungen aus. Es gibt ja so unterschiedliche Länderregelungen. Manche Länder, Bundesländer verstecken das Angebot dann auf die Websites recht gut, dass man es nicht findet oder so. Ja. Also das muss man auch ganz ehrlich sagen. Und es gibt diese Arbeitsgruppen sehr lange schon. Es gibt auch immer wieder die Gespräche. Ja. 5 Parteien im Antrag, 2011. Genau. Ja. Da waren Sie auch dabei wahrscheinlich, oder? Selbstverständlich, ja. Der ist, also zur, vielleicht können Sie kurz erklären, was das ist und... Was der 5 Parteien Antrag ist. Was der war, ja, damit die Leute das wissen. Und weil der ist 2011 von 5 Parteien beschlossen worden. Ich glaube, 2010 ist schon darüber geredet worden, persönliche Assistenz. Ja. Assistenzfonds, glaube ich, ist da die Rede gewesen. Also der Inklusionsfonds oder was? Inklusionsfonds, danke, ja, genau. Ist gescheitert an den Finanzausgleichsverhandlungen. Okay, das ist seit 2011 und da ist dann nichts mehr geändert worden. Nein, es ist immer was. Es sind laufend Gespräche auch mit den Bundesländern. Also auf Beamtenebene sowieso, auch auf Landessozialreferentinnen-Ebene, da sind ja wir Abgeordnete leider nicht immer eigentlich nie dabei. Ja. Aber es ist immer im Gespräch. Es scheitert wirklich daran, ich weiß, das hören Sie nicht gern und ich höre es genauso nicht gern und die ganze Community wird es nicht gern hören, aber es ist tatsächlich so, es scheitert dann einfach an den Ländern. Und ich bin halt wirklich der Meinung, ich sage das auch in unseren Ausschusssitzungen immer, ja, wenn auch die Oppositionsparteien immer wieder Anträge in die Richtung bringen. Es gibt viele, viele Landesrätinnen und Landesräte aller Couleurs, da nehme ich jetzt niemanden aus, grüne, freiheitliche, sozialdemokratische, ich weiß jetzt gar nicht so viel, ob es gibt, aber auch von der ÖVP, ja, die alle in den Ländern tätig sind. Und wenn wir Abgeordnete, auch die Nationalratsabgeordnete, ein bisschen auf unsere Kollegen in den Bundesländern einwirken könnten in diese Richtung, ja, dann würde schon etwas funktionieren, glaube ich. Aber da braucht man wirklich alle dazu. Ja. Und nicht was immer ist dann nur sagen, der 5-Parteien-Antrag? Na, wir haben alle 5 gesagt, dass wir das gerne möchten. Ja. Und dass der Bundesminister halt unter Anführungszeichen beauftragt wird. Ja. Aber der Bundesminister ist ja auch im Prinzip, sage ich jetzt einmal, dann wirklich nicht befähigt dazu, wann es von den Ländern her nicht die Bereitschaft gibt. Ja. Er kann die Gespräche immer wieder anleiten, das macht er. Das hat der Bundesminister Stöger wirklich laufend gemacht, immer und immer wieder. Es gibt auch Ergebnisse daraus, ja. Aber im Endeffekt scheitert es dann immer daran, dass es scheitert dann meistens am Geld, ja. Wer gibt dann welches Geld her, aber es scheitert dann wirklich auch an der Bereitschaft der Bundesländer. Und darum sage ich, wie immer, und sage es nochmal, auch in jedem Ausschuss,
wenn wir Bundesabgeordnete auf unsere Kolleginnen, die kennen die ja alle, also alle meine Kolleginnen kennen sicher ihre Kolleginnen in die Bundesländer, einwirken drauf und auch wirklich auf die Notwendigkeit hinweisen, dann könnte es vielleicht gehen. Aber man braucht da wirklich die Bereitschaft, auch von den Ländern mitzugehen. Da kann der Bund ganz wenig machen. Wirklich. Leider. Ja, warum leider. Kann er die Kompetenz nicht zu sich holen? Was Zucker kostet. Bitte? Warum holt er sich die persönliche Assistenz nicht zu sich? Der Bund. Weil es zu viel Geld kostet wahrscheinlich. Naja, weil jetzt ja im Prinzip in den Bundesländern die Gelder dafür bereitgestellt sind, auch über die Finanzausgaben. Ja, aber der Bund, das Land gibt es ja noch. Ja. Also der Bund gibt es ja den Ländern. Der Bund gibt es den Ländern, ja. Also wenn er sich kalt und sagt, ja. Ich mache es jetzt selber. Also ich bin da bei den Finanzausgleichsverhandlungen nicht dabei, wie dann das funktioniert, aber ich weiß auch beim Inklusionsfonds hat das nicht funktioniert. Ja. Der Pflegefonds ist ja auch so ein typisches Beispiel. Da übernimmt der Bund im Endeffekt Aufgaben, die Länder erfüllen und der Bund gibt die Gelder dafür. Mhm. Ja. Also, und in die Richtung hätten wir ja gehofft, dass es auch mit dem Inklusionsfonds geht. Ja. Mhm. Aber noch einmal, ich glaube, ich bin wirklich überzeugt davon, es kann nur funktionieren, wenn es ein politisches Commitment gibt. Es funktioniert halt nicht so, dass man ganz allein nicht da ist und alles andere muss man losgelöst sehen. Wir sind halt einfach ein Land. Ja? Und wenn man das gemeinsam möchte, und darum bin ich überzeugt davon, man braucht die Bereitschaft der Länder dazu. Ja? Und das, also wirklich, ich bin wirklich überzeugt davon, das ist eines der wichtigsten Themen in der Behindertenpolitik, weil es sonst nicht funktioniert, das selbstbestimmte Leben. Ja? Also ich bin wirklich überzeugt davon und man wird noch einmal alle Anstrengungen in diese Richtung machen müssen, dass das funktioniert. Ja. Und weil Sie sagen, es kostet viel Geld, ja, viel in der Politik kostet viel Geld, ja. Aber vielleicht sollte man sich einmal den Nutzen anschauen, den man davon hat. Ja. Der ist eindeutig. Zufriedenere da, ja, Menschen, ja. Gesündere Menschen, ja. Dann können sie ja sicher länger, zum Beispiel, ja, dann können auch Menschen mit Behinderungen sicher länger im Arbeitsprozess sein, weil man mal gesund ist, ja, mental, ja. Und dann funktioniert das auch. Ja. Also, leider, sage ich jetzt auch selbstkritisch als Politikerin, funktioniert halt dieses ganzheitliche Denken nicht immer, ja? Weil halt oft nur sein Ressort gesehen wird. Gell? Ja. Und darum ist ja gerade in der Behindertenpolitik so viel Querschnittsmaterie, wo man einfach viele Player braucht und da braucht es wirklich das Commitment aller, sonst wird das nicht funktionieren. Ja? Ich habe noch einen Brocken. Pflegegeld. Okay. Wurde 93 eingeführt. Ja. 2006 erhöht um satte 2%. Mhm. Ich glaube, das macht es Pi mal Daumen beim minus 28% seit der Einführung. Ich persönlich bin jetzt 40. Ich war damals Springinkau, so 15, 16. Und damals habe ich es halt noch nicht so dringend gebraucht, die ganze Pflege, das ist dann leichter gegangen. Mhm. Heute ist dieser Luxusapparat schon am Quietschen und Quergeln. Jetzt wird es interessant, dass die Pflege dann mehr wird bei mir einfach und jetzt ist de facto weniger Kohle da. Wie soll das funktionieren? Also wir haben es schon öfter erhöht. 2011 ist es erhöht worden und 2016 ist es auch erhöht worden. Also wir haben es öfter erhöht, aber die große Forderung aller Behindertenorganisationen ist einfach die jährliche Valorisierung, über die wir auch sehr oft gesprochen haben, für die es viele, viele Anträge gibt. Und soweit ich das jetzt im Kopf habe, auswendig, haben wir es jetzt im Wahlprogramm drinnen, dass wir das gerne möchten, die jährliche Valorisierung des Pflegegeldes. Ich bin mir sicher, wann man das macht, werden nicht die letzten, muss ich nur rechnen, 34, 24 Jahre valorisiert werden. Ja? Aber unser Zugang wäre, dass man wirklich sagt, das Pflegegeld soll valorisiert werden, jährlich. Mhm. Ja. Und Thema öffentlicher Verkehr, der ist ja in den Ländern immer noch nicht wirklich barrierefrei. Busse und so Zeug, und was gibt es da für Pläne, dass die, weil wir jetzt kennen zum Beispiel bei Vergaben in Oberösterreich, ist ja vor ein paar Jahren immer noch Busunternehmen zum Zug gekommen, das ja, ich glaube jetzt erst voriges Jahr. Keine barrierefreien Busse angeschafft hat, obwohl sie in den Ausschreibungen drin gestanden ist und halt da nicht was sehen wurde, oder? Ich kenne jetzt den Grund nicht dafür. Ja, ist ja wurscht, aber was schlagt die SPÖ da vor in Sachen Vorgabenregeln? Ist es ein Ziel der SPÖ, dass der öffentliche Nahverkehr in Österreich barrierefrei wird? Sofern es den öffentlichen Nahverkehr in Österreich gibt, natürlich. Ja. Das muss man jetzt auch ganz ehrlich sagen. Jetzt haben wir Postbusse, Linienbusse und genau. Weil ich glaube, für Wiener und Wienerinnen
wissen oft ihr Angebot gar nicht so zu schätzen. Wenn man vom Land kommt, weiß man das schon, wie der öffentliche Verkehr nicht funktioniert. Ja. Und natürlich solltet ihr, es ist überhaupt keine Frage, solltet ihr einfach großteils barrierefrei sein. Keine Frage, dort wo es irgendwo geht, sind auch jetzt, zum Beispiel kannst du jetzt nur von St. Pölten und ich bin immer so am Städten sagen, wir haben jetzt auch die Niederflurbusse für den Citybusverkehr angeschafft und so. Ja. Die ÖBB-Garnituren, zumindest diese, die Railjets nicht, aber die sind auch alle barrierefrei. Die Westbahn sowieso ist auch barrierefrei. Also da denke ich mir, da ist auch schon sehr viel Bewusstsein geschaffen worden. Ja. Der öffentliche Verkehr ist wirklich, ich glaube, das trifft dann auch wieder so den Inklusionsgedanken, ist im ländlichen Gebiet sowieso ausbaubar, wenn ich das so sagen darf. Wirklich, ja. Ehrlich. Okay. Also da muss man wirklich ganz viel hinschauen. Ja. Und Gott sei Dank gibt es jetzt da immer mehr Taxiunternehmen bei uns auch, also jetzt wirklich auch zumindest in meinem Bezirk, in meiner Stadt, ja, wo man wirklich sagt, die haben auch ein barrierefreies Angebot. Gell? Ehrlich? Ja. Ich glaube, in Wien gibt es kein einziges barrierefreies Taxi. Ja, das glaube ich schon. Also müsste Busse neu sein, halt, ne? Aber. Ja. Nein, Busse. Also für mich ist ja kein Taxi. Ne? Also Wiener Linien, Schabdings, was drei Tage vorher anrufen musst, ist kein Taxi. Nein, also okay, ja. Ein Taxi ist ein Taxi, wo ich sage, ich weiß schon, wie es 30, ist. 100, geht hier und jetzt will ich fahren, ja, okay. Ja. Genau, ja. Also. Das gibt es nicht, ja. Aber es gibt bei uns ein Taxiunternehmen, der halt auch barrierefrei oder ein barrierefreies Auto anbietet, genau. Aber das stimmt, da muss man natürlich vorher wahrscheinlich anrufen. Genau. Also ich bin zum Beispiel jetzt ein paar Mal in Linz beruflich eingeladen worden und dann hat es geheißen, ja natürlich können wir sie vom Bahnhof abholen und dann würden sie mich mit dem Roten Kreuz abholen. Okay. Und das sage ich, wenn ich beruflich eingeladen werde, fahre ich lieber mit den Öffis als mit der Roten Linz Kreuz. Und in Linz funktioniert es auch? Ja. Ja, geht auch gut. Okay. Mittlerweile. Gut, dann haben wir noch die Bildung. Da haben wir auch im Wahlprogramm bestimmt. Die Öffnung der Sonderschule und den Transfer der sonderpädagogischen Kompetenzen und Ressourcen ins Regelschulsystem. Bildung und Ausbildung müssen für alle zur Verfügung stehen. Das gilt für Kindergärten, Volksschule, Unter- und Oberstufe, Nachmittagsbetreuung, Erwachsenenbildung und Studium. Auch die Ausbildung für Pädagoginnen muss inklusiv gestaltet und damit für Menschen mit Behinderungen geöffnet werden. Lehrerinnen als Role Model. Das ist eine Ansammlung von Dingen, wo ich yeah sagen kann, aber das ist nur eine Aufzählung. Da sind keine Pläne dabei, wie das umgesetzt werden soll. Ja, im Wahlprogramm nicht, das stimmt. Okay. Aber gut, dann sind wir ja da. Der Zugang ist natürlich so. Ich weiß nicht, ob Sie in den letzten Wochen oder Monaten einmal der Bundesministerin Hammerschmidt zugehört haben. Und also ich habe schon den Eindruck gewonnen, dass ihr die inklusive Beschulung, um so halt das auszudrücken, wirklich von enormer Bedeutung ist. Ja, wirklich. Also, es ist unbestritten, dass das ein wichtiges Ding ist und das Leute. Genau. Aber was wird angegangen? Gibt es konkrete Pläne? Konkrete Pläne jetzt. Um das wirklich auch umzusetzen? Naja, konkrete Pläne. Schau, wir haben, also umgesetzt ist ja jetzt, sind ja jetzt schon diese Modellregionen. Ja? Ich will jetzt nicht dieses Modellregionen-Cluster-System erklären. Das ist ein bisschen schwierig oder nicht schwierig, aber es ist halt, würde den Rahmen wahrscheinlich sprengen. Okay. Aber es ist natürlich angedacht, und das ist möglich, ja, dass in diesen Clusterverbänden, die da jetzt beschlossen worden sind, nach vielen, vielen, vielen Verhandlungen, dass auch in den Clustern Sonderschulen, sonderpädagogische Zentren die drinnen also enthalten sind. Es ist jetzt einmal gelungen, dass die SPZ-Direktorinnen und Sonderschuldirektorin nicht mehr in Personalunion sein dürfen. Das finde ich schon mal total wichtig. Also das ist wirklich auch im letzten Schulorganisationsgesetz sonderpädagogisches Zentrum. Okay. Ja. Also eigentlich heißt es jetzt CIS, ne, diese. Ja. Aber ich glaube, man weiß, was man. Von, ja, genau. Und das ist jetzt schon mal gelungen, dass man wirklich sagt, okay, da sind einmal Schritte gemacht, um wieder ein Stück mehr in diese Richtung inklusive Schule zu gehen. Ja. In der Pädagoginnenausbildung hat man aus meiner Sicht etwas wirklich Gutes geschaffen. Das ist zwar auch sehr kritisiert worden, aber ich persönlich finde es sehr gut, dass alle zukünftigen Pädagoginnen, alle Studentinnen zumindest ein Grundmodul an Sonderpädagogik machen müssen. Ja, also das finde ich einmal wirklich super und man kann sich dann praktisch weiter spezialisieren. Ja, also
Das finde ich wirklich gut, weil ich mir schon denke, dann kriegt man zumindest einmal ein bisschen einen Zugang zu dem, weil jetzt scheitert es oft aus meiner Wahrnehmung daran, dass einfach Pädagoginnen nicht aus böser Absicht, aber halt einfach auch in den Klassen dann überfordert sind oder halt auch den Zugang nicht haben. Ja, und darum ist das, glaube ich, ganz, ganz ein wichtiger Beitrag, dass man in die Richtung auch etwas getan hat. Ja. Das sind so einmal die zwei konkreten Geschichten, die jetzt schon umgesetzt sind. Und dann muss man wirklich Schritt für Schritt einfach die Infrastruktur anschauen. Ja. Weil ich sage jetzt einmal, ich kann mir auch dreimal wünschen, dass ab nächstes Jahr alle Schulen inklusiv sind, aber das ist wirklich ein Wunsch ans Christkind. Ja. Da muss man einfach schauen, dass man die Infrastruktur erschafft. Ja. Das funktioniert natürlich dann auch wieder mit Gemeinden zusammen, weil da braucht es Geld, dass man es ausbauen kann. Und so muss man halt einfach wirklich Schritt für Schritt, so wie Sie richtig sagen, einen Plan dann entwickeln. Aber das Ziel, das Formulierte, ist es auf jeden Fall. Jetzt nicht nur in unserem Wahlprogramm, es ist auch im NAP enthalten, es ist auch in der UN-Konvention für Rechte von Menschen mit Behinderung, also es ist ja auch ein Auftrag an die Politik. Ja, ja. Ja. Aber ich weiß nicht, ob Sie da jetzt nur eine Frage haben dazu, weil... Ja, ja, okay. Weil sonst, nein, sagen Sie noch. Ja, weil sonst denke ich mir schon einfach, das ich halt einfach so gemerkt habe in den letzten Jahren, seit ich mich mit diesem Thema beschäftige, ich weiß das noch ganz gut, wie das Behindertensprecher die Funktion übernommen habe, war eine meiner ersten Aussendungen, dass ich die am Städtner Sonderschule gelobt habe. Okay. Und ich weiß es noch, der Herr Ladstätter, den ich wirklich sehr schätze, hat dann irgendwie schon so, ich kann mich jetzt nicht mehr wortgetreu erinnern, aber schon ein bisschen so geschrieben, die neue Behindertensprecherin der SPÖ. Und, genau. Und ich habe mich wirklich in den letzten Jahren sehr, sehr viel beschäftigt mit dem Thema, mit dem Zugang der Pädagoginnen, der Eltern. Und es ist ein schwieriges Feld, ganz ehrlich, Herr Maybacher. Also das ist nicht so, dass ich jetzt, wenn ich da jetzt rausgehe oder Sie jetzt rausgehen und die Menschen fragen, werden wir nicht hundertprozentige Zustimmung kriegen. Nein, es gibt bei den Eltern, bei Behinderten, also Eltern von behinderten Kindern, aber auch nicht behinderten Kindern, viel Angst. So ist es. Dass so ihre es. Kinder genau. leiden genau. unter einer gemeinsamen genau. Schule. Genau. Was, wie kann man dem entgegenwirken? Mit ganz viel Bewusstseinsarbeit, wirklich wie immer in der Behindertenpolitik und mit guten Beispielen, dass es funktionieren kann und es gibt diese Schulen, wo es funktioniert. Ja. Und es ist ja sehr bezeichnend, ja, dass es Bundesländer gibt, wo ich eine Inklusionsquote habe von, weiß ich nicht, 83% oder noch mehr wie in Kärnten und in Niederösterreich, ja, wo unter 50% inklusiv beschult werden. Ich meine, und das zeigt schon was von der Haltung, möchte ich jetzt einmal behaupten. Ja? Und da muss man einfach wirklich ansetzen. Und man muss, glaube ich, wirklich in ganz vielen Gesprächen den Eltern auch die Angst nehmen, wie Sie gesagt haben, beiden Eltern, ja, dass zum einen ihre Kinder vielleicht, die Kinder mit Behinderungen in Regelschulen, obwohl das ist auch ein falscher Ausdruck, weil es sind alles Regelschulen, ja, in irgendeiner Weise benachteiligt, gemobbt oder sonst was werden. Ja? Aber das kann nur funktionieren, da bin ich auch überzeugt davon, wenn man eine gute Infrastruktur schafft, weil wenn ich natürlich in einer Sonderschule so viel bessere Infrastruktur vorfinde, als wie in anderen Schulen, dann wäre ich mein Kind vielleicht auch in einer Sonderschule geben wollen, ja? Weil ich ja das Beste für mein Kind möchte. Und man muss die Pädagoginnen mitnehmen, ja? Weil natürlich die Pädagoginnen schon auch ein bisschen vorsichtig sind, wenn ich das jetzt so sagen darf. Ja? Und ich bin überzeugt davon, es kann nur funktionieren, wenn ich den Sonderpädagoginnen sage, ihr seid die Wichtigsten in dem ganzen Prozess. Ja? Euch brauchen wir, damit das funktionieren kann. Ja? Weil ohne das Know-how der Sonderpädagoginnen werden wir es nicht schaffen. Ja? Mhm. Und da muss man einfach, glaube ich, mit ganz, ganz vielen Gesprächen, mit ernst nehmen, mit, ich glaube, Sie haben am Anfang gesagt, zuhören, verstehen, muss einem das gelingen, wirklich, und mit guten Beispielen. Einfach immer sagen, nicht mit der Prägstelle und sagen, schaut, in Südtirol funktioniert es auch super, machen wir es auch so oder so, ja. Sondern wirklich einfach sagen, es gibt die Beispiele, ja, wo es einfach funktioniert. Ja. Und ich bin ja so zutiefst davon überzeugt, dass nur das, wenn ich in der Schule beginne, dann viele andere Diskussionen dann nicht mehr geführt werden müssen. Weil dann brauche ich nicht mehr über inklusive Arbeitswelt reden, weil es einfach leichter gibt. Ja. Ja. Aber ja. Ich habe jetzt zum Abschluss noch zwei kleine Dinge. Erstens. Was mich jetzt gerade selber interessiert, dass Sie selbst nicht als nicht behindert sind. Glauben Sie, dass das jetzt, dass, es ist ja so, dass es, wir haben schon Finanzminister gehabt, die waren Landwirte, wir haben einen Außenminister, der hat kein fertiges Studium. Ja. Also die Qualifikationen für manche Posten sind ja, weiß ich nicht, kann man nicht genau definieren, glaube ich. Ist es jetzt notwendig für Behindertensprecher, dass man behindert ist?
Ich oder nicht? Also in dem Fall ja nicht, aber ich bin überzeugt, was glauben die? Ich bin überzeugt davon, nein. Okay. Nein. Kann ich ja sein. Nein, wirklich, ich glaube es wirklich, weil ich überzeugt bin davon, bei Politikerinnen glaube ich halt einfach und auch bei Politikern, ja, ist eine der wichtigsten Eigenschaften zuzuhören. Wie sie gesagt haben, verstehen, ich glaube Empathie zu zeigen, ja, und versuchen, das ist so meine Motivation, warum ich in der Politik bin, versuchen, die Lebensrealitäten der Menschen ein bisschen verbessern zu helfen, ja, oder die Lebensmöglichkeiten der Menschen. Das ist so mein Auftrag, den halt ich spüre, ja, ist ein bisschen pathetisch gesagt. Und ich bin überzeugt davon, dass es gerade auch im Inklusionsgedanken ganz wichtig ist, dass er Menschen ohne Behinderung für die Rechte von Menschen mit Behinderungen eintreten. Weil nur so kann es funktionieren, ja? Wenn man sich gegenseitig auf einer ganz normalen Ebene begegnet. Ja? Ohne dass Sie jetzt sagen, Sie können mich ja nie verstehen. Ja? Stimmt, aber ich könnte Sie auch nicht verstehen, Herr Marbacher, wenn Sie jetzt keine Behinderung hätten und ein Mann wären, weil ich bin eine Frau. Ja? Es, wirklich, ja? Ja. Und genauso ist es da. Ja? Also ich denke mir, man muss nicht unbedingt die Behinderung haben. Und Sie haben ja auch, jetzt, Sie sind ja auch nicht gehörlos und können sicher die Frau Jammer gut verstehen. Ja? Oder sind nicht blind, ja, und können nicht einen Wolf verstehen. Also, infolgedessen denke ich mir, es ist nicht unbedingt erforderlich, ja, für die Akzeptanz oder für die Teilhabe, dass man sagt, oder für die Gleichberechtigung, sagen wir so, ist natürlich wahrscheinlich auch super, wenn Menschen mit Behinderungen in der Politik sind. Aber die müssen dann nicht Behindertensprecher sein. Die können auch Landwirtschaftsminister sein, ja. Danke, da reden Sie mir aus der Seele. Ja, also. Also ich würde gerne einen blinden Justizminister haben. Ja, zum Beispiel. Das wäre doch immer was, Beispiel, oder? Da haben wir einmal die Richterin hat ihren Beruf ausüben dürfen. In, ne? Ja. In Amerika haben wir jetzt einen Höchstrichter, glaube ich. Okay. Einen blinden. Na ja, und in Deutschland haben wir auch einen Finanzminister gehabt. Genau. Genau. Gut, dann gibt es jetzt die Möglichkeit für Sie. Das ist Ihre Kamera. Ja. Die Wähler und Wählerinnen Österreichs anzusprechen. Oder zumindest die paar, die zuschauen. Ja. Und Ihnen zu sagen, nennen Sie mal drei fette Gründe, warum das Kreuzl bei der SPÖ zu machen ist. Also, ich bin überzeugt davon, dass in der Politik ganz, ganz wichtig ist, dass man eine Haltung mitbringt, mit der man Politik macht. Ich bin überzeugt davon, dass diese großen Themen der Zeit, und das sind jetzt ganz viele, wir haben jetzt eines davon angesprochen, die Behindertenpolitik, es gibt aber ganz viele andere wichtige Themen in der politischen Landschaft, dass die jede Partei lösen muss. Und ich bin überzeugt, es kommt darauf an, mit welcher Haltung man das bewältigen möchte. Und da bin ich einfach wirklich überzeugt davon, sonst war ich nicht bei der Sozialdemokratie schon seit vielen, vielen Jahren, dass es sich lohnt, auf unsere Werte zu schauen, und da meine ich jetzt Gerechtigkeit, Gleichheit, Solidarität und auch die Freiheit, und dass man aufgrund dieses Wertefundaments, das die Sozialdemokratie seit über 100 Jahren in sich hat, ja, mit allen Schwierigkeiten, die man dann in der täglichen Ausübung hat, aber das Wertekostüm ist einfach da, und ich bin überzeugt davon, dass diese Werte in unserer Gesellschaft von ganz, ganz großer Bedeutung sind. Das ist so der zweite Grund, warum ich überzeugt bin davon, dass man bei der SPÖ das Kreuzl machen soll. Und der dritte Grund ist auch unser Spitzenkandidat, unser Bundeskanzler, weil er Verantwortung bewiesen hat. In einer Zeit, wo seine Umfragewerte gut gewesen sind wir nicht zur Wahl gegangen, sondern wir haben einen Plan für Österreich gestaltet, den Plan A, mit allen wichtigen Themen unserer Zeit. Es war Verantwortung, finde ich, absolut. Und er hat Erfahrung in vielen, vielen Bereichen seines Lebens, wo ich überzeugt bin davon, er hat Leadership, um dieses Land zu führen. Und das sind für mich die Gründe. Also Haltung, ein Wertekostüm, Verantwortung und Erfahrung, das sind vier. Es gäbe noch viele, aber das sind die Hauptgründe. Danke fürs Zuschauen, wenn ich jetzt schon mal Schlusswort machen darf. Sofort. Okay. Endlich noch eine Frage. Ja. Das ist jetzt eine ganz persönliche Frage. Sie sind ja auf Social Media ganz aktiv. Ja. Und deswegen, glaube ich, ist Ihnen ein bisschen ein Begriff. Meine Frage. Was war Ihr letzter Foodporn? Foodporn ist immer ein Begriff. Ja. Essensfotografieren und dann auf Instagram posten. Boah! Also, das ist nichts Quatschiges, meine Lieben. Okay, das war ein Halloumi mit Gemüse. Ich habe es gesehen, schaut
sehr gut aus. Genau, von meinem Mann gemacht, wie immer. War sehr gut? Super. Ja. Wunderbar. Ja, dann, wenn Sie sich noch verabschieden möchten. Da oder da? Da. Ja, gut. Dann möchte ich die Gelegenheit nutzen, dass ich mich bedanke bei Ihnen, Herr Marbacher, für die Möglichkeit zu diesem Gespräch. Ich habe es wirklich sehr genossen, wenn ich das so sagen darf. Jetzt auch nicht unter Genossen und Genossinnen, sondern ich habe es einfach genossen, weil ich es sehr anregend gefunden habe. Ich denke mal, es war ein guter Austausch, den ich mir wünsche, vielleicht nach der Wahl auch weiterführen zu können. Und alle, die zugeschaut haben, ein herzliches Dankeschön. Und wenn es noch Fragen gibt an mich, ich bin auf Facebook aktiv, jederzeit gerne. Danke. Ja, Leute, auch ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das war mein erstes Sommergespräch. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, wie schon das Angebot von Frau Königsberger Ludwig, unten in die Kommentare einfach Frau Königsberger Ludwig markieren, mich markieren oder ihr geht auf ihre Facebook-Seite und lasst dort die Kommentare, sie wird antworten. Sie ist dort sehr, sehr gut. Ja. Von mir aus war's das. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns am Freitag wieder. Um 14.15 Uhr geht's los. Zu Gast wird sein Ingenieur Norbert Hofer von der FPÖ. Wir zwei machen jetzt nur Selfie, wenn das okay ist. Sehr gut. Und ihr tat's wieder, was ihr machen wollt. Und wir sehen uns am Freitag. Danke fürs Reinschauen. Können Sie mir da kurz assistieren? Sie müssen da abschrauben. Was muss ich? Da abschrauben, bitte. Upsi. Das ist, glaube ich, nicht kaputt. Hoffen wir es. Da mal abschrauben damit? Ja. Genau. Passt. Danke. Und wieder zuschrauben, bitte. Zuschrauben wir. Okay. Ja. Wunderbar. Passt. So, jetzt setzen Sie sich wieder hin. Ich komme neben Ihnen. Okay. Das kriegen wir hin. Ohne Selfie-Stick? Ja, darum hat man ja einen Rollstuhl. Okay. Der macht das auch. Warte, muss ich mich schon machen. Die Kamera ist da oben, okay. Ja? Okay. Wunderbar. Passt. Und? Na super. Perfekt. Ja, vielen Dank. Ich sogar danke. Dankeschön. Dankeschön.